Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat gestern eine wahre Achterbahnfahrt hingelegt. Nach einem ordentlichen Start rutschte der DAX kräftig ab und fiel zeitweise unter die Marke von 11.300 Punkten. Immerhin konnte er einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Am Ende schloss er dann bei 11.412 Punkten, immer noch ein Minus von 0,7%. Jetzt, wie gewohnt, der Blick nach Frankfurt, direkt an die Börse zu unserer Korrespondentin Cornelia Eitlott. Schönen guten Morgen. Conny, was können wir uns zum heutigen Handelstag erwarten? Wie wird der DAX erwartet und was sind seine Vorgaben? Ja, der gestrige Handelstag, der war ja wirklich ganz schön turbulent. Der DAX hat, wie du gerade schon erzählt hast, ganz schöne Kapriolen geschlagen. Der Grund einmal mehr der Handelsstreit USA-China, der immer neue Blüten treibt. China hat den USA jetzt mit Gegenmaßnahmen gedroht, noch sehr unkonkret, denn die Verhängung von 10% Strafzöllen auf diverse Güter sei gegen die Vereinbarung, die man eigentlich gemeinsam getroffen hatte. Also China scheint kein Interesse daran zu haben, dass die USA die Strafzölle auf Smartphones, Laptops und Spielwaren auf Dezember verschiebt, was ja eigentlich als Entgegenkommen gewertet wurde, noch Mitte der Woche und für große Erleichterung gesorgt hat an den Märkten. Also das Thema Rezessionsängste, das treibt das natürlich weiter voran und auch die ungute Stimmung an der Börse. Die asiatischen Börsen dennoch heute ein bisschen auf Erholungskurs. Hang Seng grün, Nikkei grün und auch der Shanghai Composite mit grünen Vorzeichen. Und auch der Dow Jones hat sich gestern nach dem verheerenden Mittwochshandel für Erholungstendenzen entschieden. Immerhin 0,4% ging es für ihn nach oben. Wir hatten uneinheitliche Wirtschaftsdaten aus den USA, teilweise sehr positive, teilweise auch weniger positive. Im Großen und Ganzen doch robust, muss man sagen. Und das hat wohl größere Verluste abgefedert. Der DAX, wie gesagt, gestern 0,7% im Minus geschlossen. Heute wird er ein bisschen fester erwartet, 0,5% im Plus, nach einer ersten Indikation 11.474 Punkte. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Cornelia. Nach diesem Ausblick auf den Handelstag machen wir jetzt weiter, wie gewohnt, mit der Marktidee, auch ein DAX-Konzern. Heute ist dies die Deutsche Lufthansa. Die Aktie der Lufthansa entwickelt sich immer mehr zum Trauerspiel. Im Januar 2018 hatte der Kurs noch ein Rekordhoch erreicht. Seitdem dominieren allerdings die Bären. Zuletzt spitzte sich die Lage noch einmal zu. Gestern markierte das Papier jetzt ein Zweijahrestief. Allerdings gibt es aus technischer Sicht auch Hoffnungsschimmer. Wenn Sie mehr erfahren möchten, lesen Sie nach in einer ausführlichen Chartanalyse zu finden unter www.ideas-daily.de. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns dann am Montag wieder mit Ideas Daily TV. Das heißt, ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.